Wie auch meine Vorredner werde ich hier etwas zu dem Thema LibreOffice und wie kann man das in einem professionellen Umfeld einsetzen. Die Präsentation hier wird sich vielleicht inhaltlich insofern etwas unterscheiden, als dass die beiden Vorredner sehr stark deutlich gemacht haben, dass dort das Produkt eine der Kernfunktionalitäten bereitstellt, die für die gesamte Organisation sehr, sehr relevant ist. Bei uns ist das vielleicht etwas anders. Das werde ich gleich darstellen. Jedenfalls, wie der Herr Stürmer schon gesagt hat, wir sind seit spätestens 2001 sehr deutliche Verfechter eines Ansatzes, dass wir offene Standards und Open Source im Unternehmen in sehr, sehr weiten Teilen einsetzen, auch in unternehmenskritischen Stellen, und ziehen seit 2001 die Kreise, wo das zum Einsatz kommt, auch immer etwas weiter. Worüber möchte ich sprechen? Kann man es noch lesen? Ich hoffe. Zum einen werde ich ganz kurz unser Unternehmen vorstellen. Wer sind wir? Dass wir eine Versicherung sind, gut, aber wo kommen wir her? Wie groß sind wir? Ich werde auch etwas darüber erzählen, wie unsere Anwendungslandschaft bzw. auch unsere Nutzungsinfrastruktur aussieht, und werde dann zu dem eigentlichen Thema des Referats kommen, des Vortrags, wo es um die, bei uns heißt das VM-Urkunde, Vertrauensmann-Urkunde ist. Das ist der Vertrag, den wir mit unseren Handelsvertretern schließen. Was wir dafür tun müssen, damit wir den als gedrucktes Werk bekommen. Ich werde darüber berichten, was wir gemacht haben, um es neu zu implementieren. Wir hatten das vorher schon, mussten es aber neu machen, und werde halt auch einen kurzen Ausblick und eine Bewertung dessen geben, was wir erlebt haben. Ja. Fangen wir mal damit an, wo wir herkommen. Aus Münster, der Stürmer hat es bereits erwähnt. Münster, eine Großstadt mit ungefähr 280.000 Einwohnern. Den meisten, wenn überhaupt, wird es hier bekannt sein als die Fahrradhauptstadt Deutschlands schlechthin. Also es gibt so Sprüche wie, in Münster gibt es doppelt so viele Fahrräder wie Einwohner. Und da ist mit Sicherheit auch was dran. Das hängt zum einen mit der Zählweise der Einwohner und der tatsächlich vorhandenen Fahrräder zusammen. Wir sind eine sehr große Universität mit über 40.000 Studenten. Wir haben eine sehr große Universität. Und jeder Student hat in der Regel auch ein Fahrrad, weil es mit Abstand das schnellste Verkehrsmittel innerhalb der Stadt ist und die Universität sich über von der Altstadt bis in die Außenbezirke verteilt. Man muss also sehr viel fahren. Leider hat das Thema Fahrrad auch einen negativen Einfluss auf die öffentliche Wahrnehmung der Stadt. Wir gehören zu den Kriminalitätsschwerpunkten aufgrund der Fahrraddiebstähle. Ansonsten ist es eigentlich eine sehr, sehr schöne Stadt, kann man sehr gut leben. Ja, die LVM-Versicherung ist ein Unternehmen mit einer Geschichte, mit einer längeren Historie. 1896 wurde das Unternehmen von Landwirten gegründet, um eben Haftpflichtschäden im landwirtschaftlichen Bereich abzusichern. Wenn jemand bei der Ernte mit der Sense verletzt wird beispielsweise, musste da ja irgendwie Schadenersatz geleistet werden, und dass nicht einer dann alleine dafür einsteht, haben sie eine Versicherung auf Gegenseitigkeit gegründet, die es auch heute noch ist. Wir leben jetzt schon seit fast 120 Jahren, wir existieren seit fast 120 Jahren und sind in der Zeit auch gewachsen, und wir versichern längst nicht mehr nur Landwirte. Wir haben im Moment rund 3 Millionen Kunden und einen mit 8,9 Millionen Versicherungen, die Kunden dann haben. Und im Moment wachsen wir noch. Wir haben, jetzt muss ich da einmal schauen, einen Versicherungskonzern mit angeschlossenen Dienstleistungen. Wir haben im Unternehmen nicht nur die Versicherung, wir haben auch eine Bank und wir bieten auch Fonds an. Wir haben knapp 3 Milliarden Beitragseinnahmen im Jahr. 3,2 Millionen Kunden. Die Zielgruppen ist vielleicht eine Besonderheit oder nicht so ersichtlich. Wir fokussieren uns auf Privathaushalte, Freiberufler und kleinere, mittlere Betriebe. Wir machen keine Industrieversicherung. Ja, das Rest ist Marketing. Das ist vielleicht an dieser Stelle
Nicht ganz so interessant. Wesentlich interessanter ist sicherlich, wie unsere IT aufgestellt wird oder aufgestellt ist. Und zwar, wir haben vor auch ungefähr 10 Jahren damit begonnen, die gesamte IT des Unternehmens neu aufzustellen. Wir kamen von einer großrechnerbasierten Lösung mit dezentralen, lokalen Arbeits- oder Datenbeständen an den Arbeitsplätzen bzw. in den Agenturen und haben gesehen, dass das keine tragfähige Lösung für die Zukunft ist, haben daher entschieden, dass wir eine unternehmensweite und unternehmensübergreifende Anwendungseinheitlichkeit erreichen wollen. Ziel dessen, was wir dort gemacht haben, ist, wir möchten für alle Anwender, sowohl im Innendienst als auch eben im Vertrieb, einen einheitlichen Datenbestand bereithalten und idealerweise auch einen einheitlichen Zugriffsweg, also die gleiche Anwendung dafür. Alle Partner, die an der Erbringung unserer Dienstleistungen beteiligt sind, sollten so gut es geht effizient auf diese Daten zugreifen können und damit arbeiten können. Gleichzeitig, wie üblich, eine Flexibilität in der Software möglich sein, also denen sich ständig wandelnden Anforderungen gerecht werden können. Und das, was in der Vergangenheit auch sicherlich viele kennen, je nach Anwendergruppe hat man ein und dieselbe Funktionalität dann doch vielleicht 2 oder 3 Mal entwickeln müssen, weil sie eben mit unterschiedlichen Systemen gearbeitet haben. Auch das sollte wegfallen. Das Ergebnis unserer Bemühungen ist jetzt vielleicht nicht so, dass man sagt, wir haben nur noch eine Infrastruktur, mit der wir uns da in irgendeiner Weise auseinandersetzen müssen, sondern man sieht es hier, das sind so ein paar Schlagworte, die bei uns in der IT geläufig sind, womit wir tagtäglich umgehen. Es geht um Entwicklungsumgebungen, die Host-Umgebungen, es sind welche Webanwendungen nutzen wir intern? Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr breites Spektrum dessen, was wir haben, die in weiten Teilen auch sehr gut miteinander integriert sind, um da eben Folgendes zu erreichen. Man hat sich damals entschieden, man möchte auf eine Webtechnologie setzen, möchte also dort eine Anwendung schaffen, die serverbasiert mit HTTP-Protokoll arbeitet, die auf Java basiert und eben sehr stark den Fokus Open Source im Fokus hat. Das LVM-Agentursystem, so hieß es früher, oder jetzt LVM-Anwendungssystem, LAS, ist eine solche Java-Anwendung auf dem Arbeitsplatz, führt unsere Anwender und stellt die Kernfunktionalität für das Versicherungsgeschäft dar. Also wenn Verträge abgeschlossen werden oder bearbeitet werden, findet das dort statt. Insgesamt versuchen wir dabei halt eben eine hohe Integration zu erreichen, sowohl bezogen auf die Datenbasis als auch auf eben die Anwendungsoberfläche. Und wir möchten, dass möglichst kein EDV-Wissen bei den Anwendern erforderlich ist. Wir freuen uns natürlich, wenn die entsprechendes EDV-Wissen mitbringen. Wir tun auch das uns Mögliche, das erforderliche Wissen dann gegebenenfalls zu vermitteln. Aber Ziel soll es sein, ein Anwender soll sich nicht mit DV-Belangen herumschlagen müssen, wie, was muss ich jetzt tun, damit dieser Drucker funktioniert, wie komme ich an ein Netzwerk heran oder Ähnliches. Auf den Arbeitsplätzen selber haben wir trotz all unserer Bemühungen noch über 350 installierbare Softwareprodukte, die wir in irgendeiner Weise betreiben. Wir versuchen es gerade, gezwungen durch die Windows XP-Ablösung, deutlich zu reduzieren. Es ist aber nun mal so, dass viele Fachanwendungen einfach von außen vorgegeben sind, sodass wir da vielleicht an die 150 oder 200, auf die 200 runterkommen, aber darunter auf keinen Fall. Wenn man das sieht, was wir versuchen, dann merkt man aber gleichzeitig, dass sich dieser Aufwand, alles zu integrieren, nur dann lohnt, wenn ich wirklich Schlagzahlen dahinter habe, wenn ich Aufwände reduzieren kann. Wir haben es eben gehört bei dem Bundesgericht in der Schweiz, wie viele Dokumente dort von den Mitarbeitern jährlich erzeugt werden.
Da ist es sehr wichtig, dass ich eine hohe Integration habe. Wenn ich sehr wenige Vorgänge davon habe, dann ist immer die Frage, lohnt sich der Aufwand zur Integration? Das ist immer eine Abwägung, da komme ich gleich nochmal dazu, warum das so wichtig ist. Was ist bei uns vielleicht noch interessant, wenn ich über LibreOffice eigentlich ja spreche? Wir haben eine Besonderheit bei uns in der IT insofern, als dass wir anders als viele andere Versicherungsunternehmen nicht nur die IT bei uns im Standort, also in der Zentrale der Versicherung betreiben, sondern wir betreiben die Systeme aller Personen, die bei uns was mit dem Versicherungsgeschäft zu tun haben. Also auch in den Agenturen, und das sind selbstständige Handelsvertreter. Sind also, haben einen Vertrag mit uns, aber wir sind nicht weisungsbefugt. Aber auch deren Systeme werden vollständig von uns betrieben. Die Anwender selber haben keine Möglichkeit, an der Systemkonfiguration oder Ähnlichem etwas zu ändern. Wir haben außerdem außerbetriebliche Arbeitsplätze. 882 sind es aktuell. Das sind Arbeitsplätze, die die Mitarbeiter in der Zentrale alternierend, heißt abwechselnd, zu ihrem Büroarbeitsplatz in der Zentrale nutzen. Montags im Büro, dienstags zu Hause, mittwochs im Büro, donnerstags zu Hause und so weiter. Die Direktionsbeauftragten sind unsere Schnittstelle zu den Agenturen, beraten die Agenturen, helfen ihnen bei der Organisation und beim Vertrieb. Insgesamt haben wir 2100 Standorte von den Agenturen mit 7000 Geräten, die wir draußen betreiben. Wenn man das Ganze einmal runterbricht und sich die Systeme anschaut, dann sieht man, dass wir insgesamt weniger Systeme haben als beispielsweise die Landeshauptstadt München, aber eine etwas deutlichere Fokussierung auf ein Betriebssystem in der Quote. Wir haben aktuell ca. 1100 XP-Systeme und ungefähr 12.000 Linux-basierte Systeme, wovon 7.500 im mobilen Einsatz sind und in weiten Teilen auch einen Online-Zugriff im Mobilbetrieb erfordern. Kommen wir zu dem ursprünglichen Use Case. Oh, ja, da passt was nicht, egal. Was machen wir beispielsweise? Das ist jetzt nur ein Beispiel von dem, was wir mit LibreOffice machen. Ich hatte es eben angesprochen. Wir haben selbstständige Handelsvertreter, die für uns unsere Produkte in einer Ausschließlichkeit vertreiben. Das heißt, die Agenturen selber können nur unsere Produkte verkaufen und wir verpflichten uns ausschließlich über die Agenturen zu verkaufen. Das Ganze muss vertraglich irgendwie sauber geregelt sein. Da gibt es eben genau diese Ausschließlichkeit, die zu vertreten ist. Da gibt es Provisionsregelungen, die zu dokumentieren sind und so weiter. Das Ganze ist ein etwas größeres, längeres Werk, das, wenn es denn irgendwann mal zustande kommt, in einer solchen Mappe übergeben wird. Und ich klappe sie jetzt einfach mal auf, nur dass man sieht, es ist jetzt keine Kleinigkeit. Alles das, was an gedruckten Seiten, ja, wenn ich so rumblätter, sieht man es natürlich nicht, was hier an gedruckten Seiten drin ist, das sind Seiten, die nachher aus diesem Programm herausfallen und das geht deutlich über 100 von der Seitenzahl hinaus. Da ist es halt ein sehr hoher Anspruch zu sagen, ja, das ist ein Vertragswerk, das in der Regel über viele Jahre Gültigkeit hat. Dementsprechend muss es sauber sein, rechtlich sauber, es muss sichergestellt sein, dass die Texte korrekt sind, dass auch immer genau die richtigen Texte genommen werden, dass die richtigen Daten eingesetzt werden. Und man möchte einfach hat einen gewissen Qualitätsanspruch an dieses Dokument. Gleichzeitig hat aber nicht jeder Handelsvertreter exakt den gleichen Vertrag mit uns. Es gibt Handelsvertreter, die bestimmte Sparten sich darauf beispielsweise spezialisieren. Es gibt Unterschiede bei der Provisionszahlung und Ähnliches. Insgesamt ist es also nicht nur ein einfaches, statisches Dokument, wo ich wie bei einer Serienbrieffunktion einfach nur Felder ersetzen muss, sondern da sind ein paar Konfigurationsarbeiten zu tätigen, die halt eben
in irgendeiner Weise unterstützt werden müssen. Da wir zu dem Zeitpunkt, wo wir damit angefangen haben, da hatten wir um die 200 Vorgänge im Jahr, die wir über diesen Weg haben bearbeiten müssen. Und für 200 Vorgänge war eine Integration in unsere sonstige Anwendungslandschaft einfach nicht wirtschaftlich. Das hätten wir nicht darstellen können. Also mussten wir eine andere Lösung suchen, wie wir das realisieren können. Ausgangspunkt war so etwas. Die meisten von Ihnen werden irgendwie erkennen, das hat was mit Microsoft Office zu tun. Jetzt ist es dargestellt mit einem Office 2010, kam aber halt eben aus einem Microsoft Office 2000. In diesem Fall eine Oberfläche in einer Access-Umgebung, die in der Realisierung einige Nachteile hatte, die auch für das Pendant in Word gelten. Zum einen war es sehr, sehr umständlich, die erforderlichen Werte wie den Namen des Vertragnehmers, des zukünftigen Handelsvertreters, bestimmte Angaben händisch zu übernehmen. Die wurden vorher alle irgendwo händisch erfasst, dann niedergeschrieben. Es gab keine Möglichkeit, sie zentral abzulegen und zu integrieren. Das Ganze war eine makrobasierte Lösung, mit denen die Teildokumente dann in einer bestimmten Reihenfolge eigentlich erstellt werden sollten. Und es gab halt eine integrierte Erfassungsmaske. Ich gehe nochmal hierhin zurück. Dort sieht man es als Beispiel. Man hat oben einige Zahlen oder einige Werte, die man eingeben konnte und dann in allen Dokumenten verwendet werden konnten. Aber es gab das Ganze nicht nur in Word, ich hatte schon gesagt, es gab es auch in Access für einen anderen Anwenderkreis. Nicht für die Fachabteilung, die hat mit Word gearbeitet, aber für den Schreibdienst. Der hat sich dann irgendwann eine neue Lösung mit Access bauen lassen. Auf einmal hatten wir zwei Lösungen, die nicht gleich funktionierten und viele der Probleme, die wir in der Word-Lösung hatten, auch nicht gelöst haben. Es war auch nicht möglich, eine vollständige Urkunde damit auszudrucken. Ging einfach nicht. Zum Beispiel, weil die Reihenfolge, in der die Dokumente rauskamen, nicht sauber war. Man hat sie zwar korrekt vorgegeben, aber was beim Druck nachher passiert ist, war nicht vorhersehbar. Das hat ein bisschen was mit Laufzeiten zu tun gehabt. Konnten wir nicht sicherstellen. Ging nicht. Außerdem, so ein Teildokument, so ein Vertragsbestandteil, ist ein ganz, ganz langer Text mit einzelnen Eingabefeldern in Anführungszeichen da drin. Und dieses Dokument lebt. Das sieht in diesem Jahr so aus, und in einem halben Jahr kann es sein, dass sich dort Änderungen ergeben. Es kann auch sein, dass dort neue Felder reinkommen. Jetzt war das eine makrobasierte Lösung, also musste man wieder in die Makros rein, das Feld da einbauen, damit man überhaupt eine Erfassungsmaske hatte. Das wollte keiner so behalten, es konnte keiner mehr pflegen. Und daher gingen wir nochmal in die Anforderungsanalyse hinein. Das war auch das, was der Herr Brunner eben nochmal deutlich gemacht hat oder was jetzt ja auch bei euch in der Landeshauptstadt München passieren wird. Nochmal eine explizite Anforderungsanalyse. Was braucht ihr? Wo tut's weh? Wo müssen wir dran? Das eine war, ja, vorlagenbasiert. Wir haben gesetzliche oder vertragliche Bestandteile, die vom Vorstand beschlossen wurden. Das gehört da rein. So soll der Text aussehen. Der ist abgesegnet. Ähnlich wie ein Textbaustein im Volmux. Nur, dass der vielleicht mal 20 Seiten lang ist. Gleichzeitig muss das individualisierbar sein. Also die Textfelder müssen da rein und es muss auch in irgendeiner Weise gewährleistet sein, dass bestimmte Anhänge mal enthalten sind und mal eben nicht. Ja, die definierte Reihenfolge der Dokumente hatte ich schon als Kritikpunkt eben genannt. Das sollte auch gewährleistet sein, dass wenn ich auf den Knopf zum Drucken drücke, dass dann bitteschön die Dokumente auch in genau der Reihenfolge rauskommen, damit das Einsortieren in diese schöne Mappe dann auch in endlicher Zeit möglich ist. Schnelle Reaktionszeiten heißt, mit der Lösung, die wir vorher hatten, haben die Anwender festgestellt, dass man auf der fachlichen Ebene zwar sehr schnell an den Vorlagen Änderungen machen konnte, es waren Word-Dokumente, nur spätestens dann, wenn halt eben an der Struktur der Dokumente oder an der Anzahl und an den verwendeten Feldern dort drin Änderungen waren, musste wieder jemand aus der Entwicklung ran.
Und das ist, denke ich, auch keine Besonderheit. Wenn man dann an die Entwicklung heran muss, dann ist das in der Regel nicht innerhalb von 24 Stunden erledigt, sondern kann das mal ein bisschen länger dauern. War auch bei uns so. Das heißt, es konnte nicht in der Fachabteilung selber gelöst werden, obwohl es eigentlich ein reines Fachthema ist. Wichtig war, das kam, war eine Anforderung, die daher auch rührte, dass wir uns die OpenOffice-Version damals angeschaut haben, wie OpenOffice mit Formularfeldern umgeht. Wir möchten nicht durch das Dokument durchhangeln und dann an den entsprechenden Stellen den Text eingeben, sondern wir möchten alle Formularfelder in einem Dialog zusammengefasst haben, dort einmal eingeben und auch wenn ein Feld wie der Name des zukünftigen Vermittlers oder Vertrauensmanns in vielen Dokumenten wiederverwendet wird, dann möchte ich den auch nur einmal eingeben, obwohl es aus unterschiedlichen Dokumenten kommt. Und man hat festgestellt, viele dieser Daten, die wir haben, die wir für den Vertrag dann gebrauchen, die kommen aus zentralen Systemen. Die können wir da eigentlich schon abfragen. Wie, wer sind die Sachbearbeiter, teilweise auch schon, wie heißen die zukünftigen Vertrauensmänner und Ähnliches. Dort sollte es eine Möglichkeit geben, auf diese Daten zuzugreifen und sie für die Verwendung in den Dokumenten heranzuziehen. Bei der Konzeptionierung, jetzt aus der IT-Sicht, was hatten wir uns vorgenommen bei der Realisierung? Wir haben gesagt, wir möchten uns an den strategischen Zielen der DV orientieren. Das heißt, wir möchten Java und möglichst Open Source einsetzen, offene Standards und man hat es eben gesehen, wie unsere Arbeitsplatzlandschaft aussieht. Wir haben sowohl Windows-Arbeitsplätze als auch Linux-Arbeitsplätze. Wir brauchen irgendetwas, was plattformneutral ist. Gleichzeitig haben wir den Aspekt der Wirtschaftlichkeit zu berücksichtigen und das heißt, alles das, was wir irgendwie schon auf dem Arbeitsplatz anbieten können, was uns dabei hilft, das abzudecken, das möchten wir gerne wiederverwenden. Also alles das, was eine Office-Funktionalität, was wir da in Office-Funktionalität brauchen, soll auch von dort geleistet werden. Und nur die Bereiche, die eben darüber nicht abgedeckt werden können in Eigenentwicklung. Das Zusammenfügen der Dokumente, die Integration der individuellen Daten, Nutzung eigener Eingabefelder. Unabhängig vom konkreten Einsatzzweck sollte es sein. Jetzt war die Überlegung, ja, wenn jemand kommt und sagt, ich möchte viele Dokumente zu einem großen Dokument zusammenschaufeln, dann ist das wahrscheinlich, dass irgendein anderer auch nochmal auf die Idee kommt und sowas Ähnliches machen möchte. Wir möchten also nicht die Lösung für genau die VMO-Kunde, sondern wir möchten etwas haben, was wir relativ einfach in anderen Einsatzgebieten wiederverwenden können. Was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, okay, die Implementierung sieht aus, wir verwenden OpenOffice, war es ursprünglich, jetzt LibreOffice, eben für die Bearbeitung dieser Vorlagen, für die Endredaktion des fertigen Dokumentes, wenn man denn dann da doch nochmal eingreifen muss und für das Ausdrucken und Archivieren gegebenenfalls. Die Eigenentwicklung als Java-Anwendung ist das zentrale Steuerelement, sage ich mal. Das ist das Kontrollzentrum, wo festgelegt wird, wie das Dokument nachher aussieht, welche Teildokumente verwendet werden, in welcher Reihenfolge, welche Feldwerte und so weiter. Und wir greifen dafür eben auf die Bibliothek JOpenDocument zurück, um das zu machen. Das heißt, wir lesen da einfach ein ODF, eine ODF-Datei ein, hängen die im Speicher zusammen, ersetzen die Felder und schreiben es wieder raus. Und anschließend geht es nach OpenOffice. In dem ganzen Kontext haben wir noch zwei weitere Funktionen, die wir benutzen. Ich hatte gesagt, wir haben eine Java-Anwendung. Die zeige ich auch gleich nochmal, sofern es die Zeit eben zulässt. In der wir die Dokumente zusammenführen und die ganzen Felder eingeben. Wenn ich jetzt aber auf der anderen Seite sage, ich brauche hier erstmal die Teildokumente, um ein großes Dokument zusammenzubauen. Und in diesen Teildokumenten brauche ich beispielsweise die Formularfelder. Wie kriege ich die jetzt da rein? Denn unsere Anwender waren so, dass sie gesagt haben, ja, wir möchten da nicht einfach nur Formularfelder haben, sondern zum Beispiel möchten wir in dem Teildokument vorgeben können, welche Werte wir an dieser Stelle erlauben. Ein plakatives, einfaches Beispiel ist die Anrede einer Person, also jetzt als Herr oder Frau, beziehungsweise sehr geehrter Herr, sehr geehrte Frau, das beispielsweise anzubieten. Oder bei der Unterschrift, da darf nur IV oder IA stehen.
Diese Sachen müssen vorgebbar sein durch die Fachabteilung und es muss sichergestellt werden, dass in dem Dialog anschließend auch nur genau diese Auswahlen zur Verfügung stehen. Und entsprechende Funktionalitäten bietet uns OpenOffice, LibreOffice so nicht. Da haben wir uns dann halt eben Extensions gebaut, mit denen wir genau das realisieren können, dass wir sagen können, so an dieser Stelle bitte eine Auswahlbox integrieren und in dieser Auswahlbox können folgende Werte gesetzt werden. In seltenen Fällen geht ein so erstelltes Dokument bei uns gleich auch ins Langzeitarchiv, also dahin, wo auch die ganzen Versicherungsverträge als Abbild, als Foto in Anführungszeichen abgelichtet sind, für Dokumentationszwecke, damit wir sagen können, okay, das ist genau der Stand, den wir verschickt haben. Auch das ist wiederum eine Java-Extension, die wir in das LibreOffice integriert haben, die die Revisionssicherheit durch Zertifikate sicherstellt, sodass wir das Dokument als PDFA nehmen, erzeugen es aus dem LibreOffice und schieben es dann über eine Webschnittstelle bei uns in das Langzeitarchiv hinein. Damit würde ich ganz gerne einen kurzen Einblick in die Anwendung geben, dass man das einfach mal sieht, was haben wir da gemacht. Und jetzt wird es für mich spannend, ob ich das hinkriege. Das sieht ja schon mal so aus, als wenn es was wäre. So ungefähr sieht das Einstiegsbild aus. Wir haben auf der rechten Seite die einzelnen Teildokumente aufgelistet, die überhaupt in diesem Verwendungszweck eine Rolle spielen und können dann, ich schaue mal, welche ich da am besten nehme. Das sind jetzt hier die Anlagen. Es gibt hier zum Beispiel die Vertragsurkunde, das Deckblatt zur Urkunde. Dann gibt es noch irgendein Anschreiben an den VM dazu. Was haben wir noch? Irgendwo gab es noch was ich mit reinnehmen konnte. Vermögensschadenhaftpflicht. Das ist, glaube ich, etwas weiter oben. Nicht so entscheidend. Ich nehme jetzt Starter. Ich nehme eine wahllose Auswahl von Dokumenten, beispielsweise so, und sage, die Dokumente, diese Teildokumente, Vertragsbestandteile, Anlagen zu einem Vertrag, sollen in der Reihenfolge gedruckt werden. Wenn mir das nicht passt, halt eben hoch, runter, so wie ich das gerade gebrauche. Ob das jetzt sinnvoll ist, was ich da gerade mache, wage ich zu bezweifeln. Es wird Ihnen wahrscheinlich aufgefallen sein, dass hier die Dokumente farblich unterschiedlich dargestellt werden. Was hat das für eine Bewandtnis an dieser Stelle? Es zeigt einfach, dieses Dokument, das rot dargestellt ist, das ist so noch nicht vollständig. Ich habe noch nicht alle Werte erfasst. Das kann man dann zum Beispiel hier nochmal sehen, wie das dann wäre für den Sachbearbeiter, was er denn da machen muss. Er sieht hier auf der linken Seite entsprechend eine Übersicht der Eingabefelder für das auf der rechten Seite ausgewählte Teildokument. Da sieht man, hier ist soweit eigentlich alles gepflegt, das sieht alles gut aus. Da auch noch, da nicht. Und da kann man dann halt entsprechend auch sehen, okay, hier gibt es irgendwo ein solches Auswahlfeld. Macht vielleicht jetzt nicht Sinn. Und dann kann man hier die einzelnen Felder der Reihe nach mit Werten füllen. Datumsfelder ist auch wieder sichergestellt, dass dort wird irgendwann geboren, sei mal dahingestellt, dass da nur ein Datum eingegeben werden kann und nichts anderes. Wie gesagt, es sind letztlich alles Feldfunktionen, die im LibreOffice an sich vorhanden sind, die wir an einer bestimmten Stelle erweitert haben, um diese Informationen abzulegen. Was erwarten wir hier für Text? Oder was soll da drin stehen? Das werten wir an dieser Stelle aus. Und man sieht, sobald ich das vollständig eingegeben habe, verschwindet die rote Markierung. Und ich kann dann hierhin wieder wechseln und auch hier das letzte Feld noch füllen. Für diejenigen, die sich die Felder alle schon genau angeschaut haben, wenn ich ein und dasselbe Feld in dem einen Dokument gepflegt habe, wird der Wert natürlich auch in den anderen Reitern entsprechend automatisch gesetzt.
damit die anderen, damit die Sachbearbeiter nicht so viel zu tun haben beim Tippen und möglichst keine Übertragungsfehler stattfinden, kann die Fachabteilung selber entscheiden, aus welchen CSV-Dateien Vorbelegungen entnommen werden können. Sie können also selber aus unseren Statistikanwendungen beispielsweise CSV-Dateien extrahieren, an einer definierten Stelle ablegen und dann können alle Mitarbeiter der Fachabteilung darauf zugreifen und dann sehen Sie hier eigene Listen, die können die auswählen und die entsprechenden Werte. Ich nehme jetzt mal den Mustermann 11 und sage hier, der soll das machen. Und das wird jetzt der Dieter Günther und man sieht, dass sich die Angaben geändert haben. Dass hier der Vorname nicht geändert wurde, hängt einfach damit zusammen, dass die CSV-Datei einen anderen Feldnamen für den Vornamen verwendet. Ansonsten werden die Daten vollständig übernommen. Und wenn man das gemacht hat, brauche ich nur einmal hier unten drauf drücken. Und dann kommt das fertige Dokument heraus. Im Moment hat dieses Dokument um die 50 Seiten knapp. Er ist mit der Formatierung noch nicht ganz durch. Aber man sieht, nachdem ich erstmal weiß, wie das Dokument aussehen soll, was dort enthalten sein soll, mit welchen Werten, ist es für die Mitarbeiter in der Fachabteilung relativ einfach, dieses Dokument herzustellen und auch in einer entsprechend guten Qualität, so wie wir das für ein Vertragswerk gebrauchen. Von hier aus, wie gesagt, wird es dann in der Regel ausgedruckt und dann hier einsortiert. Das Ganze basiert hauptsächlich eben auf der ODT oder ODF, auf einem offenen Dokument, für das wir die Schnittstelle verwenden, die Java-Schnittstelle, um das zu steuern. Ein kurzer Ausblick oder Bewertung dessen, was wir erreicht haben. Die Anwender kommen relativ gut damit zurecht, vor allem deutlich besser als vorher, wo sie nicht wussten, was nachher aus dem Drucker rauskam, jede Seite einzeln kontrollieren mussten. Es ist von der Bedienung so einfach, dass ein neuer Mitarbeiter zwar wissen muss, was er da tun muss, er muss den Hintergrund kennen, er muss wissen, dass er auf die Reihenfolge der Dokumente achten muss und so weiter, aber ansonsten ist mit relativ wenig Einarbeitungsaufwand gewährleistet, dass die richtige Qualität rauskommt. Die Fachabteilung kann die Vorgänge jetzt vollständig alleine abarbeiten. Früher ist dort immer noch etwas in den zentralen Schreibdienst gegangen, um die Dokumente zu erstellen. Das Ganze ist durch diese Dokumentenvorlagen und die Vorgabe, welche Vorlagen überhaupt verwendet werden können, recht strukturiert und dann noch flexibel, weil die Fachabteilung das selber in der Hand hat, welche dieser Teildokumente sie in der Auswahlliste sehen will. Die Integration der externen Daten erleichtert die Erfassung und das Ganze geht ziemlich schnell. Aus Sicht der DV, die Eigenentwicklung, die erforderlich war, passt bei uns in die strategische Ausrichtung rein. Wir sind bei Java geblieben, können das also immer schön an unsere hauptamtlichen Java-Entwickler geben, wenn wir irgendwelche Probleme haben, sind dann nicht irgendwo in der Nische, sondern sehr gut aufgestellt. Wir setzen auf offene Standards und Open Source in dem Fall, sind plattformneutral und da wir vorhandene Funktionalitäten nutzen konnten, ging das Ganze auch mit vergleichsweise wenig Aufwand. Deutlich weniger Aufwand, als wir vorher in die Lösung unter Microsoft Office haben stecken müssen. Gut, insgesamt nutzen ungefähr oder mehr als 100 Anwender diese Lösung in unterschiedlichen Anwenderkreisen. Nicht 100 Anwender, die jetzt eine VM-Urkunde ausstellen, aber ich sagte es ja schon, es soll für andere Einsatzzwecke nutzbar sein und das ist es auch und es wird für andere Einsatzzwecke mitgenutzt. Und die Verantwortung für die Fachlichkeit liegt vollständig in der Fachabteilung. Damit sind wir noch nicht ganz am Ende dessen, was wir eigentlich in dem Umfeld vorhaben, beziehungsweise was von Seiten der Anwender an uns herangetragen wurde. Man hat gesehen, dass diese Dokumentenliste auf der rechten Seite ziemlich lang ist. In Anführungszeichen umstrukturiert. Das ist eine einfache Liste und viele dieser Dokumente lassen sich eigentlich in Klassen von Dokumenten zusammenfassen. Zum Beispiel in Dokumente, die einen VM, also einen hauptamtlichen oder hauptberuflichen Vermittler gehen. Es gibt aber auch Agenturpartner, die in einer solchen Agentur mitarbeiten, in einer gewissen Selbstständigkeit. Da gibt es halt eben andere Dokumente. Dass man das dort nochmal etwas in Gruppen zusammenfasst, in einer Ordnerstruktur, in einer Reiterstruktur, Ähnliches.
Oder wenn man hier einmal drauf schaut, dann sieht man, dass die Dokumente, die da rauskommen, nicht alle auf dem gleichen Papier gedruckt werden sollen. Beispielsweise, und das ist das einfachste Beispiel, ist die grüne Seite, die ja eben tatsächlich auf einem Spezialpapier gedruckt werden soll. Es gibt Seiten, die auf dickerem Papier gedruckt werden soll oder auf Geschäftspapier, wo auf der Rückseite die entsprechenden Geschäftsangaben, die verbindlich sind, enthalten sind und andere Seiten, die eben auf Blankopapier gedruckt werden müssen. Das ist so das Nächste, was wir uns vorstellen können, um den Gesamtablauf nochmal zu vereinfachen. Wir haben eine einfache Korrespondenzlösung, nennt sich LVM-Brief, die sicherstellt, dass Korrespondenz, papiergebundene Korrespondenz, die wir verschicken, den DIN-Vorschriften entspricht, dass man da sagt, ja, vielleicht können wir das nochmal nutzen, um entsprechende Dokumente als Vorlagen zu erstellen. Und vielleicht noch sowas wie eine Serienfunktion, jetzt nicht bei der VM-Urkunde, aber in anderen Einsatzgebieten, dass man sagt, ja, wir wollen dieses Schreiben in genau der Struktur nicht nur an eine Person, an einen VM schicken, sondern halt eben an mehrere. Da das ganze Dokument aus vielen Einzeldokumenten zusammengestellt wird, bietet sich da die Mail-Merge-Funktion nicht unbedingt an. Daher wäre das eben noch eine Option, auch dort weiterzumachen. Was dann noch kommt, müsste man abwarten. Wir kennen unsere Anwender, die haben immer sehr gute Vorschläge. Wir hoffen, dass wir alle umsetzen können. Wir werden schauen, welche es sind nachher. Damit wäre ich am Ende. Danke mich erstmal. Vielen Dank. Und dann, wenn das Fragen sind.